Liebe Geschwister im Islam, manchmal macht es mich etwas traurig oder verwundert es mich sehr, wenn ich sehe, dass immer wieder Leute mitreden wollen über Themen, von denen sie eigentlich wenig Ahnung haben. Und da rede ich auch über die Dauerarbeit. Wenn jemand beispielsweise zu einem Arzt geht, dann und der Arzt verschreibt ihm etwas oder sagt etwas bezüglich einer bestimmten Krankheit, dann wird er sich nicht trauen, dem Arzt zu sagen, hör mal Arzt, das, was du machst, das ist völlig verkehrt. Oder du musst das anders machen. Weil es dem Arzt sein Fachgebiet ist und weil der Arzt in dieser oder jener Sache Bescheid weiß. Wenn es aber um die Dauerarbeit geht, da kann plötzlich jeder mitreden, auch wenn er keine Erfahrung hat oder mit der Dauerarbeit so gut wie nichts zu tun hat. Ja? Und ich möchte mich da nicht über andere Leute stellen, aber es ist halt eine Tatsache, dass wir mit der Huld von Allah und Allah gehört, der Lob alleine, möge Allah uns Ikhlas geben, in den letzten Jahren Hunderte, vielleicht Tausende Vorträge gemacht haben, mit Tausenden von Menschen zu tun gehabt haben, in verschiedenen Ländern gewesen sind und Dawa gemacht haben. Ja? Ich will sie jetzt gar nicht alle aufzählen. Ich meine, die meisten wissen, glaube ich, gar nicht, wissen wahrscheinlich gar nicht, in welchen Ländern wir alles Vorträge gemacht haben. Ja? Weil auch einige nicht auf die Internetseite gekommen sind. Ja? Und in dieser Zeit haben wir sehr viel Erfahrung gemacht und wir haben uns natürlich auch damit beschäftigt. Und wir sehen auch, welche Wirkung bestimmte Methoden bei den Menschen haben. Jetzt kommt irgendjemand mit etwas, was er irgendwo gehört hat und sagt, ey, das ist falsch. Das, was ihr macht, ist falsch. Ja, dieses oder jene Sache ist falsch, das soll man nicht so und so machen, das soll man so und so machen. Ja. Und es ist nicht arrogant von mir zu sagen, dass diese Leute sich erstmal informieren sollen, sondern es ist arrogant von diesen Leuten, einfach über etwas zu reden, wo sie ganz offensichtlich keine Erfahrung drin haben. Und selbstverständlich ist es immer so, dass man sich verbessern kann. Jeder kann sich verbessern. Wenn ich mir Vorträge angucke von mir, die ich gemacht habe, sehe ich immer wieder Punkte, wo ich mir sage, hier hättest du noch dieses sagen können oder jenes sagen können oder hier wäre die Wirkung vielleicht besser gewesen, wenn du etwas strenger gewesen wärst und hier wäre die Wirkung vielleicht besser gewesen, wenn du etwas sanfter gewesen bist. Es ist immer unterschiedlich. Das heißt, die Dawa, bei der Dawa trifft man auf verschiedene Gruppen. Man trifft auf Muslime, Nicht-Muslime, man trifft auf Ahlul Bidah, man trifft auf verschiedene Charaktere. Man trifft auf sture Menschen, man trifft auf offene Menschen. Ja? Und deswegen hat das etwas mit Hikmah, mit Weisheit zu tun, welche Methode man an der richtigen Stelle anwendet. Ja? Und hier kommt des Öfteren der Vorwurf, den man hört, man sollte nicht sofort von der Hölle reden, wenn man in der Dawa, wenn man Dawa macht. Ja, man sollte nicht sofort von der Hölle reden, das würde die Leute abschrecken. Zunächst einmal müssen wir eins wissen. Viele Menschen, und das ist etwas, was viele falsch verstehen, sind bei der wahren Dawa, werden sie abgeschreckt. Denn Gott hat uns den Befehl gegeben, die Botschaft zu bringen und die Menschheit zu warnen. Der Befehl kam zum Propheten, a.s.w., Ye eywal mudathir, kumfa anzir. O du Eingehüllter, stehe auf und warne. Und nachdem der Prophet, a.s.w., ins Barzach, in die Zwischenwelt übergegangen ist, von dieser Welt gegangen ist, von der Hayat al-Dunya, von der Dunya, von dem Diesseits weggegangen ist, ins Jenseits, seit diesem Moment sind wir sozusagen seine Gesandten, die diese Botschaft überbringen. Und wir müssen die Menschen warnen. Und Dawa bedeutet linguistisch Ruf. Linguistisch bedeutet Dawa, das heißt die Einladung zum Islam, Ruf, Nida. Warum heißt die Dawa nicht, warum hat man nicht die, sage ich jetzt mal, islamische Missionierung, Hams genannt, flüstern? Warum Ruf, warum nicht flüstern? Und die Antwort ist ganz einfach, weil mit dem Ruf hören mich mehr Menschen. Aber wenn ich flüstere, hören mich weniger Menschen. Und deswegen ist die Grundlage, dass man die Menschen erreicht. Das Ziel ist, die Menschen zu erreichen. Und um die Menschen zu erreichen, muss man bestimmte Methoden anwenden. Und dann muss man natürlich auch die Hölle erwähnen. Denn wenn jetzt jemand fragt, ja, die Hölle sollte man nicht erwähnen, das könnte jemand abschrecken. Als der Prophet a.s. nach Taif gegangen ist, was ist passiert? Sie haben ihn mit Steinen beworfen. Sie haben ihn mit Steinen beworfen und das Blut lief an seinem Körper runter.
Glaubt jemand, dass sie ihn mit Steinen beworfen haben, weil der Prophet Frieden und Segen mit ihm etwas erzählt hat, was den Menschen in Taif gefallen hat? Nein. Er hat ihnen etwas erzählt, was ihnen nicht gefällt. Der Prophet, auf ihm wurden mehrere Mordanschläge gemacht. Von Quraysh, von Juden, etc. Glaubt jemand, diese Mordanschläge auf ihn wurden verübt? Und das auch schon zu der Zeit, wo er nur Dawa gemacht hat, wo es keine Kämpfe und Schlachten gab. Glaubt jemand, diese Mordanschläge gab es, weil er ihnen etwas erzählt hat, was ihnen gefallen hat? Menschen wurden ermordet für diese Botschaft. Glaubt ihr, diese Menschen wurden ermordet, weil sie den Leuten etwas erzählt haben, was ihnen gefallen hat? Das heißt, der Maßstab für die Richtigkeit der Dawa ist nicht, ob es Hinz und Kunz und Hans und Franz oder was auch immer gefällt. Und ob er sich freut. Nein, das ist nicht der Maßstab. Man könnte eher sagen, das Gegenteil ist der Maßstab. Denn wenn wir mit der Wahrheit kommen, werden viele Menschen gegen uns sein. Das ist das, was wir in so gut wie jeder Geschichte im Koran und in der Sunna und in der Sira und in der Geschichte und in den Geschichten der Propheten sehen. Und deswegen frage ich mich, wie Leute so inkompetent argumentieren können. Wenn wir fragen, ist es sinnvoll, die Hölle zu erwähnen in der Dawa? Schauen wir in den Koran und schauen in die Sunna. Und wir sehen, dass der Prophet a.s. mit der ersten, sozusagen ersten Sekunde der öffentlichen Dawa im dritten bzw. vierten Jahr seiner Entsendung die Leute gerufen hat und gesagt hat, Ya Masharu Quraysh, inni nadhirun lakum bayni yadi adhabin shadid. O ihr Masharu Quraysh, ich bin euch ein Warner vor einer heftigen Strafe. Das heißt, die Sunna zeigt dir ganz klar und eindeutig, dass der Prophet a.s. dazu aufgerufen hat und vor der Hölle gewarnt hat. Er hat nicht vor dem Paradies gewarnt. Der Befehl, kum fa'anvir, wo gesagt wird, das ist der dritte Befehl, wo das manchmal gesagt wird, ja. Das war kein Befehl, das war das Warnen, er hat nicht vor dem Paradies gewarnt. Er hat vor der Bestrafung gewarnt. Das ist einer der ersten Befehle im Koran. Nach dem Wissen und nach dem Beten, einer der ersten Befehle im Koran ist die Warnung, das zu warnen. Dann, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Suratu Maryam, die 19. Sure, ganz am Ende, فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمَ لُدَّ. Wir haben ihn, das heißt den Koran, in deiner Zunge, in deiner Sprache, Arabisch, leicht gemacht, damit du damit frohe Botschaft gibst für die Gottesfürchtigen und ein hartnäckiges Volk warnst. Das heißt, der Koran ist zur Warnung gesandt worden. Das ist eine Aufgabe des Korans. Und wir sollen mit dem Koran die Menschen warnen. Von daher ist die Aussage, man sollte nicht über die Hölle reden, von Koran und Sunna und vom Verstand falsch. Vom Koran, wie gesagt, ich habe gerade den Vers erwähnt in der 19. Sure. Von der Sunna, die Herangehensweise des Propheten, sozusagen mit der ersten Sekunde hat er gewarnt. Sozusagen die erste Sekunde, wo er die öffentliche Dawa gemacht hat, hat er gewarnt. Und auch bei den anderen Propheten findet man, könnte jetzt 2 Stunden Beweise finden und vom Verstand ist es falsch. Denn stellt euch vor, wir würden jemandem sagen, der nicht weiß, woran er glauben soll, der Islam ist der einzig wahre Weg und wenn du daran nicht glaubst, gehst du in die Hölle. Was wird der erste Gedanke sein, der ihm in den Sinn kommt? Der erste Gedanke wird sein, was ist, wenn dieser Muslim recht hat? Und dann haben sich dann schon viele Menschen auf die Suche gemacht und geschaut, ist der Koran, ist der Islam wirklich die Wahrheit? Und deswegen, liebe Geschwister im Islam, wir dürfen keine Minderwertigkeitskomplexe haben und wir dürfen keine Angst vor dem Tadel des Tadelnden haben, sondern unsere Pflicht ist, die Botschaft zu bringen, überbringen, wie Allah im Koran sagt, wa ma alayna illa al-balagh al-mubin. Uns obliegt nichts als die deutliche Verkündung. Und natürlich ist es manchmal schwer, auf Leute zuzugehen und zu sagen, dass sie in die Hölle gehen. Aber dann soll man nicht diejenigen tadeln, die das machen.
Aber wie könnt ihr das schaffen? Erstmal, ihr könnt die DVDs geben. Ihr könnt sie auf Internetseiten aufmerksam machen, wenn es euch schwerfällt. Und zweitens, ihr müsst immer verinnerlichen, dass ihr für die Menschen das Beste wollt. Denn dann wird eure Wirkung besser sein. So wie Allah sagt in Surat al-Ahqaf, dort sagt er, وَذْكُ أَخَ آدٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَخَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. Und denke dem Bruder von Ad, das heißt Hud, als er bei den Sanddünen sein Volk gewarnt hat, und davor und danach sind schon Warner gekommen und danach sind Warner gekommen, und er sagte, ja, dass sie Allah alleine dient, und dann sagte er, inni akhafu alaykum adhabi yawmin azim, ich fürchte vor euch die Bestrafung eines gewaltigen Tages. Möge Allah uns helfen, die Botschaft richtig zu überbringen. Und möge Allah uns nur mit Wissen reden lassen und uns Ikhlas in unseren Taten geben. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.